Herzlich willkommen aus Barcelona hier am Sharp NEC Stand. Für alle die, die es vielleicht doch nicht schaffen, uns zu besuchen oder uns aus Deutschland, Österreich, Schweiz auch per LinkedIn folgen, vielleicht eine kurze Vorstellung per Video. Hinter uns sehen wir die neue Flipchip COB-Wand mit einem 1-2er Pixel-Pitch, 4 Meter hoch auf jeder Seite. Wenn ihr mal hier um die Ecke guckt, wir haben sie als Tower montiert. So, dass man auch eine 3D-Animation hier drüber laufen kann. Mit 700 Kandelar, 1-2er Pixel-Pitch, habe ich glaube ich schon gesagt. Aber kommt noch mehr, wir haben über 50% neuen Stuff hier auf dem Boost-Stand. Also es gibt viel zu sehen. Folgt mir. Good morning. Ebenfalls, Flipchip, COB, 007er Pixel-Pitch. Das heißt, eine 135 Zoll Wand mit den Pixelkarten. Mit der Technologie haben wir einen 4K-Monitor. Großartig. Da, wo die Mädels gerade posieren und gut aussehen, Signage and Transportation. Die neue ME2-Serie hier in 55 Zoll mit SoC Android 13 an Bord. Daneben direkt den M551 mit dem Raspberry Pi MPI 4. Hier laufen unterschiedliche CMS-Partner drauf. Und hier auf der linken Seite sehen wir den professionellen P555 mit einem SMD eingebaut. Die Dinger sollen laufen und das können sie. Kommt aber weiter mit. Und jetzt kommen wir mal von den laufenden Monitoren und schnell bewegten Bildern zu was ganz anderem. E-Paper. So wie es hier hängt, braucht es null Strom. Das ist ein riesiges Thema bei uns. Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit von Materialien. Ihr seht es nicht nur in der Form des Standes, wo wir viel Holz verbaut haben, sondern auch einfach bei unseren Produkten, dass wir recycelfähige Materialien einsetzen, von Metall, Kunststoff etc. Wir haben hier bis zu 60.000 Farben drin und die E-Paper brauchen keinen Strom, wenn sie so aufgehängt sind wie jetzt hier. Natürlich zum Wechseln des Inhalts, da brauchen wir das, aber da gibt es auch Lösungen von Sharp NEC. Hier sehen wir die ME2-Serie in 65 Zoll mit einem hohen Haze-Level, ebenfalls mit Android an Bord. Wir schalten das mal kurz um. Ihr seht das hier mit Android 13. Wir können APKs drauf spielen, über eine URL gehen etc. Wir haben auf jeden Fall ein super Einstiegs-Signage-Display hier mit der ME2-Serie. Kommt weiter mit. Higher Education. Projektionen hier mit dem PA1505UL und mit dem PA1705UL. Und wir zeigen hier die neu gebrandeten 4K DLP-Monitore von 6.000 Ansilumen beziehungsweise hier den 7.200 Ansilumen bis hin zum 4K BUXGA mit 13.500 Ansilumen. Es wird noch folgen der 17.500 Ansilumen. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr bereits hier. Hier seht ihr mal die geschlossene Kabine, wie wir auch auf eine hohe Lebensdauer kommen, wo Staub so gut wie überhaupt keinen Einfluss hat. Es kommt nicht nach innen, er ist extrem leise. Die ganze Kühlung wird nach außen verlagert, damit wir ein sauberes und gestochen scharfes Bild bekommen. Wir haben noch mehr. Kommt! In unserer Techzone zeigen wir die FE03-Serie, auch ganz, ganz neu in der Standardversion mit 700 Kandelar beziehungsweise bis zu 2800 Kandelar. Und ihr seht direkt hier den hohen Verbrauch. Wir haben ihn mal aufgezeigt. Eine LED-Wand nimmt viel Energie. Aber im laufenden Betrieb nimmt die Flipchip SMD bis zu 60% weniger Energie auf als unsere Serien davor oder alles andere, was wir hier auf der Messe sehen. Und wir zeigen auch hier direkt das neue Modul, den RPS CLR. Wo wir sagen können, hey, nehmt das mit dazu, weil im Standby-Betrieb nimmt der LED-Wand immer Strom. Hier nicht. Das heißt, im Standby schalten wir komplett den Strom weg. Und das funktioniert jetzt nicht nur hier bei einem Kabinett, sondern ich zeige euch das nachher nochmal auf einer großen Wand. Und wenn man das mit einbaut, haben wir auch diesen Spannungspeak, der
manchmal auch in der Vergangenheit jetzt den FI hat rausfliegen lassen, ist das Geschichte. Das heißt, wir bekommen aus einer Hand fast funktionsfähiges Display. Hier in unserer Tech-Zone zeigen wir auch nochmal die Flipchip COB, wie die letztendlich aufgebaut sind. Die Cabinets sind nahezu identisch zu bekannten Serien. Hier ist keine große Umgewöhnung bei der Installation mehr nötig. Ihr seht hier die Flipchip COB Pixel Card, die man sehr robust auch wieder hier einsetzen kann. Also es ist keine große Umstellung für irgendeinen Techniker bei irgendeiner Installation. Folgt mir, wir haben noch viel, viel mehr. Wir haben hier jeden Tag mit Intel einen Tech Talk um 15.30 Uhr. Wer es auch sieht, kommt bitte vorbei. Sehr interessant. Hier werden ganz neue Produkte auch vorgestellt. Wir zeigen hier auch neue SDM-Generationen. Wir zeigen die Raspberry Pis, wie ein Slot tatsächlich aussieht. Und hier sehen wir einfach mal, was vonnöten ist bei der neuen ME2-Serie hinter euch. Beziehungsweise was bei allen anderen auch nötig ist mit dem Multislot, den haben wir hier mal aufgeschnitten, wo eine SDM reinkommen kann, beziehungsweise wo der Raspberry Pi drin sitzt. Die neuen Generationen brauchen nicht so viel Kühlung wie die alten und von daher haben wir den Geräuschpegel extremst minimiert, sodass man eine SDM nicht mehr hört in einem Meetingraum. Wenn wir uns direkt umdrehen, sehen wir unsere drei Meeting and Collaboration Displays. LA für Advanced mit einer Infrarot-Inglass-Technologie. Wir haben hier die LB-Serie. Alle drei Serien gibt es in drei unterschiedlichen Größen. In 65, 75 und 86 Zoll. Die LB-Serie mit SoC aus Sicherheitsgründen. Die LA-Serie ohne ein SoC mit dabei. Aber hier drin ist verbaut direkt eine SDM, wo wir einen Launcher mit anbieten, wo wir sagen können, der läuft Windows-basierend in dem Augenblick. Wir haben die Möglichkeiten, hier drauf auch direkt Inhalte zu sharen über AirServer bzw. bei Tello. Bei der B-Serie steht für Business oder bei der C-Serie für Classroom. Und hier seht ihr direkt mal, hier sind wir nicht im SoC des Monitors, was er zweifelsohne auch hat, sondern wir haben hier eine OPS eingebaut, die absolut Android-basierend ist. Das heißt, wir haben einen vollwertigen Play Store, wo wir jede Applikation über Google runterladen können und auf dem Display nutzen können. Wahnsinnig einfach und schnell zu bedienen für jeden Androidler auf dieser Welt. Kommt mit! Wir steuern unseren kompletten Stand über eine neue Version von Hyperwall. Hyperwall 9, hier seht ihr direkt mal die Kommandozentrale. Wer letztes Jahr uns besucht hat, kann sich noch an die große Curved-Wand-LED erinnern. Hier haben wir es mal in etwas kleiner aufgebaut. Hier zeigen wir auch die EA und die E-Serie in unterschiedlichen Variationen, wo man sich dann auch tatsächlich komplette Docking-Stations sparen kann, indem man das Internet einspeist. Wir haben jetzt hier keinen Laptop stehen, aber hier haben wir die komplette Kontrolle über USB-C, dann auch mit einem Laptop. Hier seht ihr auch den neuen 98 Zoll M-Serie, heißt dann M981, ebenfalls mit dem SDM-Slot. Und direkt daneben die neue FE03-Serie mit 110 Zoll. Die Wand läuft mit 50% Helligkeit und ist definitiv auch ein Eyecatcher hier drauf. Und hier sagen wir, Moment, ich suche es, ich habe es, ist noch da. Ich schalte einfach aus. Und was ich gerade schon angekündigt habe, kommt jetzt auch hier voll zum Tragen. Die Wand nimmt in dem Zustand mehr 0 Watt und belastet den Stromhaushalt eines Kunden überhaupt nicht mehr. Ich brauche keine großartigen Vielphasenabsicherungen mehr, wenn ich die Wand wieder einschalte. Das erledigt für mich alles das RSP-CLR-Modul, dass er auch wieder hochfährt. Er braucht einen Moment, bis die Receiving-Karten dann angesteuert werden. Und ihr seht, die Wand kommt unmittelbar danach auch wieder und erstrahlt im vollen Glanz, was wir vorher auch hatten. Wenn euch irgendwas davon angesprochen habt und ihr könnt tatsächlich nicht vorbeikommen, meldet euch bei mir. Und wir machen das dann zu Hause in einem persönlichen Termin. Würde mich total freuen. Wenn ihr andere Eindrücke benötigt, meldet mich an. Viel Spaß, Grüß aus Barcelona. Ja.